Der Kollege Dr. Carsten Sieling spricht jetzt für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Debatte ist ja nun herausgearbeitet worden, zuerst von dem Herrn Staatssekretär, und dann hat Herr Sänger auch dieses große Wort benutzt, dass wir hier zu tun hätten mit einem Gesamtkunstwerk. Einem Gesamtkunstwerk. Ich habe mir die schnelle Mühe gemacht und mal nachgeschaut, was man unter einem Gesamtkunstwerk versteht. Das wusste ich natürlich, aber wenn Sie die genaue Definition und die Einschätzung hören, werden auch Sie vielleicht besonders erfreut sein. Es ist natürlich ein Werk verschiedener Künste. Dazu gehört Musik, aber auch die Dichtung, Herr Kollege. Und vielleicht eher für Sie besonders Tanz und Pantomime und auch ein bisschen Malerei. Wenn Sie dann aber, Herr Kollege, wenn Sie dann aber sich anschauen, wie die Bewertung ist, dann sagt zum Beispiel Odo Marquardt, dass das Gesamtkunstwerk eine Tendenz zur Tilgung der Grenze zwischen ästhetischem Gebilde und Realität habe. Wenn Sie das auf Ihren Gesetzentwurf anwenden, meine Damen und Herren, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Aber wir sind ja hier in der Tat, in einer Diskussion, wo wir sehr ernsthaft uns anschauen müssen, was denn eigentlich bleibt von den Ansprüchen, die hier formuliert worden sind. Die Kanzlerin, Herr Kollege Dautzenberg, ich glaube, das trifft auch insbesondere Ihre Aussagen, aber natürlich auch die von Herrn Sänger. Die Kanzlerin hat hier an diesem Platz, an dem Tag, an dem sie den Bundeshaushalt für 2011 vertreten hat, gesagt, die Bankenabgabe dient dazu, nicht den Steuerzahler zu verschonen und die Banken heranzuziehen zu der Aussage. Sie sagen hier, das könne diese Bankenabgabe von Ihnen gar nicht. Herr Sänger spricht sogar von dem ersten großen Irrtum, den man sehen würde. Der Irrtum liegt bei Ihnen. Sie setzen nicht um, was die Kanzlerin hier den Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands zugesagt hat. Das ist ein Widerspruch, den Sie auflösen müssen. Das ist eine Unwahrheit auf irgendeiner Seite. Oder Sie ändern hier was an diesem Gesetz, meine Damen und Herren. Wenn wir uns das angucken, ist natürlich richtig, dass dieser Beitrag, dass diese Bankenabgabe nie und nimmer dieses erfüllen kann. Sie legen hier ein Modell vor, wonach 1 Milliarde Euro erzielt werden soll pro Jahr. 1,2 Milliarden, Sie sind noch stolzer. Welches Jahr war das? Das ist für das Jahr 2006. 2006, das ist Ihr Referenzjahr. Das hat mich interessiert. Warum nehmen die 2006? Weil es vor der Krise liegt? Ich habe nachgefragt und das Bundesfinanzministerium hat geantwortet, 2009 wären es 500 Millionen gewesen, 2008 nur 300 Millionen Euro. Selbst Ihre 1,2 Milliarden sind noch hochgegriffen, meine Damen und Herren. Und dieses ist eine weitere Mogelpackung, macht deutlich, was für eine Mogelpackung dies an der Stelle ist. Es ist in keinem Falle dazu geeignet, dazu zu führen, und das hat auch der Staatssekretär vorhin hier in seiner Rede gesagt, diese Bankenabgabe solle dazu führen, um im Falle einer Krise den Steuerzahler nicht wieder heranziehen zu müssen. Dem hat der Oppositionsredner, das war mein Lieblingsoppositionsredner, muss ich gestehen, heute hier in der Debatte, Herr Kollege Sänger, ist dem ja direkt entgegengetreten. Meine Damen und Herren, einigen Sie sich mal in Ihrer Koalition, was Sie eigentlich wirklich wollen und was Sie eigentlich wirklich angehen. Herr Dautzenberg, ich komme jetzt auch gerne zu Ihnen. Sie haben ja auch alle Illusionen und Erwartungen und Hoffnungen in der Bevölkerung, aber auch in der Politik und in der Branche zerstreut, indem Sie gesagt haben, das dient ja nicht der Rettung, das ist ja kein Rettungsfonds, sondern eine Restrukturierungsaufgabe und einen Restrukturierungsansatz. Wenn Sie 1 Milliarde pro Jahr holen, dann bezweifle ich, dass selbst Restrukturierungen eines größeren Ausmaßes hiermit finanzierbar sind. Auch da brauchen Sie eine große Zahl von Jahren, bevor der Fonds überhaupt wirksam werden kann. Und es ist doch nicht umsonst so, Herr Kollege Dautzenberg, es ist doch nicht umsonst so, dass der IWF eine Bankenabgabe vorschlägt, die 2 bis 4% der Wirtschaftsleistung eines Landes ausmachen müsse. Der IWF, Internationale Währungsfonds, das wären 40 bis 60 Milliarden. Die Issing-Kommission, auf die Sie Ihren Gesetzentwurf durchaus beziehen, spricht von 120 Milliarden. Und das ist immerhin eine Regierungskommission, ich bitte Sie, ja? Spricht von 120 Milliarden. Das ist alles nichts. Ich möchte zum Schluss hier
noch einmal darauf hinweisen, dass die weitere Debatte, ja noch einmal Folgendes erbringen wird, dass die Gegenargumente, die hier geformuliert worden sind von meinem Kollegen hier und allen Kollegen, die das kritisch sehen im Vorfeld, ja keine sind, die wir uns allein überlegen. Ich habe hier die Stellungnahmen des Landes Hessen. Herr Sänger, da sind Ihre Parteifreunde in der Regierung. Die Stellungnahme des Landes Baden-Württemberg, da sind Ihre Parteifreunde mit in der Regierung. Beide Länder sagen sehr eindeutig, dieses ist falsch konzipiert, weil die Sparkassen und Genossenschaftsbanken herbeigezogen sind. Das soll man ändern. Sie kritisieren die Sache mit der Förderbank. Klären Sie erstmal die Sichtweisen in Ihrem eigenen Lager, bevor Sie hierher kommen und uns mit Gesetzesvorschlägen die Zeit rauben, die Sie hinterher bei Ihren eigenen Leuten nicht umsetzen können. Meine Damen und Herren, Sie haben viel zu tun. Ich freue mich auf die Ausschussberatung. Herzlichen Dank.